Heute ist Sonntag, der 13. November und ich werde ab heute einen riesigen Step in meinem Leben mitvloggen und euch dabei mitnehmen. Es ist der größte Schritt, den ich in meinem Leben bis jetzt je getan habe. Ich bin auch voll sprachlos. Ich könnte jetzt auch direkt schon wieder losheulen. Es ist unfassbar heftig. Ich habe die letzten Wochen sehr, 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 sehr viel geweint vor Freude, vor Angst, vor Aufregung und jetzt langsam geht es los, weil jetzt ist alles Schriftliche und alles abgeschlossen und jetzt fängt der harte Teil an. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe gerade eben eine Story gemacht und ich musste euch ein wenig anlügen. Ich fühle mich noch nicht gut, wenn ich es jetzt direkt mit euch teile. Ich möchte mir die Zeit dafür in Ruhe nehmen und das mit euch auf Instagram und sowas erst in 1 bis 2 Wochen teilen. Ich habe euch, um ehrlich zu sein, ein bisschen angelogen. Habe ich davon abgesehen, so krass auf morgen. Und zwar möchte sich mein Papa eine neue Küche kaufen und einen neuen Kleiderschrank. Es tut mir unfassbar leid, dass ich euch angelogen habe, aber wir fahren morgen nicht für meinen Papa einen Kleiderschrank und eine Küche kaufen, sondern für mich und Emek. Ich erzähle euch jetzt den krassesten Step, den ich je gemacht habe. Okay, 1, 2, 3. Emek und ich ziehen zusammen, denn ich habe ein Haus gekauft. Oh mein Gott, ich bin so am Zittern. Ich denke, ich werde nochmal ein ausführliches Q&A zu allem machen, zu allem, was in nächster Zeit passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß haben werdet, wie ich euch dabei mitnehme, wie wir das Haus einrichten. Denn in 2 Monaten ziehen wir zusammen. Und wir ziehen nicht nur zusammen, sondern wir ziehen auch hier aus, beziehungsweise ich ziehe mit meiner Mama hier aus. Denn ich und meine Mama werden uns trennen. Das heißt, meine Mama wird in eine andere Wohnung ziehen und ich werde ja dann mit Emek zusammen in das Haus ziehen. Und das heißt, wir müssen auch in 2 Monaten meinen Umzug machen, Mamas Umzug machen, Emeks Umzug von zu Hause machen und diese Wohnung hier top hinterlassen und alles rausräumen. Und das sind 2 Monate. Die nächsten 2 Monate werden sehr, 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 sehr stressig, aber ich werde euch in der nächsten Zeit auf jeden Fall dabei mitnehmen. Ich habe euch alle unfassbar dolle lieb. Ich bin euch sehr, 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 sehr dankbar für alles, was ich dank euch in meinem Leben erleben kann, was ich fühlen kann, was ich sehen kann. Und das ist der heftigste Step, den ich in meinem Leben je getan habe. Das Haus ist komplett leer. Das Haus wurde komplett frisch gebaut. Also das Haus ist unbewohnt wie sonst was. Es ist vor 2 Monaten fertig gebaut worden. Und deswegen, es ist noch nichts in dem Haus. Und ich bin auch ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich das in 2 Monaten alles schaffen soll. Einen Tag später, wie schon erwähnt, wir kaufen oder bestellen jetzt die Küche. Ich hoffe, ich finde so meine Traumküche, die ich so schon immer haben wollte. Ich bin mit Emek und meiner Mama hingefahren. Ich und Emek haben so ein bisschen verschiedene Ansichten von der Traumküche. Er hat die ganze Zeit gesagt, mach was du willst und jetzt auf einmal haut er raus. Deswegen mal gucken, wie ich mich entscheiden werde. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns. So, es sind hier richtig, richtig viel. Oh, Gesundheit. Es sind sehr, sehr viele schöne Küchen hier. Ja, nur das Problem ist, wir brauchen einen Termin. Und mein Termin ist erst in 3,5 Wochen. Ja, bist du blöd gelaufen? Hätte ich mir eigentlich auch denken können. War jetzt einfach wieder so eine richtig typische Dumme Jolene-Aktion. Ich habe jetzt ganz viele Prospekte mitbekommen. Aber hier sind sehr, sehr viele Küchen, die mir auf jeden Fall schon mal gefallen würden. Und ich überlege mir jetzt die nächsten 3,5 Wochen ein bisschen was. Und ja, wir fahren jetzt zu Ikea, aber bestellen auf jeden Fall jetzt den Kleiderschrank. Ich sehe es schon kommen. Wir wohnen ohne Küche. Was sagst du dazu? Jeden Tag Döner. Wir sind bei Ikea. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie wir uns entscheiden werden. Ich freue mich, den Kleiderschrank gleich zusammenzustellen. Kleiderschrank wird so der Teil sein, wo ich mich, glaube ich, sogar am meisten drauf freue. Weil ich so eine geile Idee im Kopf habe. Oh mein Gott. Die Küche habe ich letztes Mal schon gesehen. Oh mein Gott, oh, ich finde die so cool, diese Küche. Oh mein Gott, ich konnte euch dabei jetzt nicht mitnehmen, aber ich habe den Kleiderschrank bestellt. Oh mein Gott. Und zwar habe ich diesen Pax-Kleiderschrank zusammengestellt. Ich kann euch den gleich gerne mal zeigen. Und zwar ist das der Schrank, den wir zusammengestellt haben. Der ist hier 3,5 Meter und hier 3,5 Meter. Und wir haben hier ein bisschen was zum Hängen gemacht. Wir haben hier ist eine durchsichtige Glastür drin. Also der Schrank ist nicht offen, wir wollten keinen offenen Schrank haben. Hier ist eine Glastür drin für so Schuhe, Parfüm,
Taschen und sowas. Und hier sind dann überall so richtig schöne weiße Schränke mit goldenen Griffen drin. Ja, genau. Also hier, das sind so weiße Schubladen. Und hier ist noch so ein Schmucktablett. Ich finde den richtig, richtig schön. Und der ist, glaube ich, perfekt. Wir werden genug Platz haben. Und ich freue mich sehr, dass der kommen wird. Hat aber auch einen stolzen Preis, muss ich dazu sagen. Fragt mich einfach nicht wie, aber es hat einfach funktioniert. Man denkt, ich fahre irgendwie so einen Bus oder sowas. Oh, es hat einfach funktioniert. Oh mein Gott. Next day, meine Mama hatte gerade eine Wohnungsbesichtigung. Es gab noch viele, viele andere Interessenten. Ich hoffe so sehr, dass meine Mama die Wohnung bekommt. Die Wohnung war nämlich sehr, 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 sehr schön. Und wir stehen jetzt gerade vor dem Laden, wo wir die Waschbecken holen wollen. Ich bin gespannt. Ich wollte mir noch einen weiteren Laden anschauen. Dann werde ich gucken, wo es halt günstiger ist. Sagen wir euch, wie es ist. Und ja, weil hier der Laden soll nämlich verdammt teuer sein. Aber wir haben so schöne Sachen. Deswegen, I don't know. Aber ich möchte noch in einen anderen Laden gehen. So, es gibt wirklich super, super viel Auswahl. Wir sind jetzt schon seit 1,5 Stunden hier. Ich zeige euch mal das eigentliche Becken, was wir wollten. So, wir hatten uns dann endlich entschieden. Und zwar hätte es dieses Waschbecken hier fürs Gäste-WC mit dem gleichen Wasserhahn. Aber wir nehmen einen anderen Unterschrank. Und den zeige ich euch jetzt mal. Also es geht gerade nur ums Gäste-WC, also um das untere Badezimmer. Spiegel wird es in beiden Badezimmern, heißt oben und unten im Gästebad, dieser hier werden. Wir finden den richtig schön, weil der von hinten beleuchtet ist. Und jetzt haben wir uns für diesen Waschtisch entschieden. Allerdings haben wir den komplett auseinandergepflückt. Die Platte wird anthrazit und unten wird genau das Weiß, was hier sein wird. Also komplett auseinandergepflückt alles. Aber das ist unsere Entscheidung für unten. Hier bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, was in der letzten Zeit alles so passiert ist und was ich noch mitgefilmt habe und was ich nicht mehr mitgefilmt habe. Heute ist aber der 1. Dezember und wir haben 10.37 Uhr und um 10 Uhr wollte eigentlich jemand kommen, um unseren Kleiderschrank aufzubauen. Ich fahre ja ein paar Minuten ins Haus, also zum Haus. Und er wollte mir dann 10 Minuten vorher schreiben und der Termin war um 10 Uhr. Bis jetzt habe ich noch keine Nachricht bekommen und ich habe so Angst, dass der Bree es vergessen hat. Ich habe das nämlich über Ikea gebucht, weil der Schrank hat eine Aufbauzeit von ca. 10 Stunden. Ich glaube, der Schrank war ja, ich glaube, 7 Meter lang, also extrem, extrem lang. Und deswegen habe ich da mir gedacht, hole ich mir jemanden, um den aufzubauen. Das heißt, ich schließe den gleich einfach auf und dann kann er den in Ruhe aufbauen und ich fahre wieder, weil ich habe gleich einen Wimpertermin, deswegen bin ich auch ungeschminkt. Und ja, was ist denn noch so passiert? Ich habe vor ein paar Tagen die Schlüssel bekommen. Jetzt endlich, nach unfassbar langer Zeit. Es hat jetzt wirklich wochenlang gedauert, bis beim Notar alles fertig war. Und jetzt habe ich endlich die Schlüssel bekommen und ich freue mich so sehr, dass es jetzt wieder weitergehen kann. Am Freitag, also morgen, haben wir einen Termin, um meine Küche zusammenzustellen. Da freue ich mich auch schon extrem drauf und ich bin richtig aufgeregt, wie ich mich entscheiden werde. Es wurde ja gestern der Kleiderschrank aufgebaut und schaut euch das an. Wie wunderschön ist bitte der Kleiderschrank. Ich komme nicht drauf klar. Das erste, was in diesem Haus steht, ist der Kleiderschrank und der ist so traumhaft schön. Schaut mal. Hier geht dann so ein Licht an. Uns fehlt ja für das Haus aktuell noch eine Couch. Und wir haben da drei Favoriten gefunden bei XX Lutz. Ist davon abgesehen keine Werbung. Wir waren in 5 verschiedenen Märkten. Und dann waren wir im letzten und haben zum Glück 3 Favorites direkt in einem Laden gefunden. Ich würde sagen, ich nehme euch da mal ein bisschen mit und zeige euch die. Emek sollte leider arbeiten, deswegen ist meine Mama als Begleitung dabei. Allererster Favorit war diese wunderschöne Couch hier. Also ich habe mich unnormal verliebt. Ich glaube, Emek fand diese hier am zweitschönsten. Schaut euch mal den Stoff an und diese Rifflung. Und das Coole ist, man kann die Lehnen hier alle einmal hochklappen. Also ich finde die sehr schön. Ich finde, die hat was. Nummer 1. Und dann wäre das hier unser zweiter Favorite. Aber die wollten wir in einer hellen Stofffarbe haben. So, ich habe die Farbe gefunden. Also gestern sah die Farbe so aus. Aber irgendwie sieht die Farbe jetzt wieder ganz anders aus. Vor allem in der Kamera wirkt es gerade beige und nicht cremefarben. Aber es war auf jeden Fall die Farbe, weil hier war so ein Grün drunter. Das ist hier auch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt doch so ein Favorite von der bin. So, und hier steht der dritte und letzte Favorit. Das war Emek sein Platz 1. Er fand es nämlich so cool mit dieser Lehne. Und ich finde die auch schön, aber ich glaube, ich finde am schönsten immer noch die erste. Das ist halt auch sehr hell. In der Kamera wirkt das gerade viel dunkler. Die ist nicht so ganz kuschelig wie die anderen. Wir haben uns entschieden, und zwar für das wunderschöne Modell. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar ziehen wir am 1. Februar ein und die Couch kommt erst gegen Ende Februar.
sehr, sehr gegen Ende Februar. Aber die haben alle so lange Lieferzeiten durch Weihnachten und Silvester. Ich wollte eigentlich noch Kissen dazu bestellen. Zwei große. Aber ein Kissen kostet 170 Euro. Und dann war ich so, nein. So, ich habe mich jetzt nochmal hier hingesetzt. Und bevor das Video endet, möchte ich noch gerne ein paar Wörter bzw. Sätze loswerden. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt mitgefilmt habe. In den letzten Tagen ist noch unfassbar viel an Kleinigkeiten passiert. Wir hatten ja die Couch bestellt. Am nächsten Tag haben wir dann extra Gardinen anfertigen lassen für den Wohnzimmer Küche-Essbereich, dass wir da die passenden Maße haben, weil wir jetzt nichts Passendes gefunden hatten. Das heißt, da haben wir noch was anfertigen lassen für. Ja, die Küche wurde ja bestellt. Die kommen, wenn alles gut läuft, im Februar dann auch an. Ich freue mich so, 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 so sehr auf die Küche und freue mich so sehr, euch die Küche zu zeigen. Das ist wirklich so meine Traumküche. Ich kriege irgendwie direkt Gänsehaut, weil ich habe immer von so einer Küche geträumt. Es ist so was Besonderes. Es ist was sehr Klassisches, aber was sehr, sehr Besonderes für mich. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich mir den Traum von so einer wunderschönen Küche erfüllen darf. In der nächsten Zeit wird auch noch unfassbar viel passieren. Ich habe euch nicht jeden Step mitgefilmt. Also die letzten 3 Monate waren wirklich sehr, 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 sehr voll. Es ist viel passiert. Es ist super, super stressig. Also ich wusste gar nicht, dass ein Haus mit so viel Arbeit in Verbindung steht. Das heißt, sich um die ganzen Wassersachen, Heizsachen, um alles Mögliche zu kümmern. Um den Müll, um die Mülltrennung, um Mülltonnen. Also das sind wirklich Sachen, wo du von Tag zu Tag jeden Tag einen anderen Termin hast, um irgendwas abzuklären, Versicherungen für das Haus, Kameras, alles Mögliche. Also das ist wirklich crazy und ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Arbeit und ein so langer Weg werden wird. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich ziehe ja von zu Hause somit auch aus, weil ich ja mit Emek zusammenziehe. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich werde meine Mama sehr, sehr vermissen. Ich glaube, gerade die erste Zeit, die ersten Wochen wird das Ganze sehr, sehr schwer für mich werden, weil meine Mama und ich wirklich so sind. Meine Mama und ich sind eigentlich unzertrennlich und ich bin jetzt 19 geworden dieses Jahr, auch erst vor kurzem. Und ich finde es irgendwie total crazy, weil, ich weiß nicht, meine Mama hat auch gesagt, sie ist damals viel später ausgezogen, genauso wie mein Papa. Und beide sind natürlich unfassbar stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir von beiden Familien unsererseits so viel Unterstützung und so, so viel Hilfe bekommen. Und dann möchte ich noch einmal sagen, was mir am allerwichtigsten ist, dass wir unfassbar dankbar für jeden Tag sind, den wir so erleben dürfen, wie er passiert. Jede Kleinigkeit macht uns unfassbar glücklich, egal wie viel Stress damit verbunden ist. Wir sehen das Ganze auf gar keinen Fall als selbstverständlich an. Wir sind unfassbar jung und das ist nicht selbstverständlich, dass wir einen so großen Schritt in so jungen Jahren gehen dürfen. Deswegen sind wir natürlich umso dankbarer und sehen das definitiv nicht als selbstverständlich an, einen so großen Schritt zu wagen. Ich freue mich sehr, 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 sehr dolle, meine Community mitzunehmen bei dem Thema. Ich werde, wenn dieses Video hochgeladen ist, direkt einen neuen Vlog anfangen und euch dann weiter bei den Schritten mitnehmen, bei dem Umzug mitnehmen, bei dem Aufbau von Sachen mitnehmen. Der Kleiderschrank ist ja das allererste, was da drin steht und ich freue mich sehr, 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 euch dabei mitnehmen zu dürfen und in dem Zuge könnt ihr mich auch sehr, sehr gerne hier einmal kostenlos auf YouTube abonnieren. Hier werde ich euch nämlich am allermeisten mitnehmen und jede Kleinigkeit zeigen und dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr nämlich keins meiner Videos mehr und ihr könnt auch sehr gerne auf meinen beiden Social Media Kanälen noch vorbeischauen, einmal auf Instagram und auf TikTok, da werde ich euch auf jeden Fall auch noch ein bisschen mitnehmen. Ich freue mich sehr, ich hätte Anfang des Jahres niemals damit gerechnet, dass ich ausziehe, mit Emek zusammenziehe und dann auch noch in ein Haus. Ich hätte niemals damit gerechnet und ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich wünschte, meine Oma könnte das alles miterleben. Ich finde es einfach heftig. Ich finde es unfassbar krass. Wenn euch dieses Video hier jetzt gefallen hat, dann zeigt mir das doch sehr, 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 sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Vielen, vielen Dank für eure tägliche Unterstützung, für euren täglichen Support. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und das ist für mich auf gar keinen Fall selbstverständlich. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch mein Gelaber hier noch gerade reingezogen habt. Bis dann und ich habe euch alle ganz doll lieb.